Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und in diesem Video möchte ich dir gerne mal ein paar Karten vorstellen, die aus meiner Sicht gerade im aktuellen Format unterschätzt werden, aber die durchaus Potenzial haben, vielleicht in deinem Deck gespielt zu werden. Doch bevor wir mit dem eigentlichen Video beginnen, möchte ich nochmal kurz Werbung machen in eigener Sache. Es ist soweit. Die zweite Yamekris Series steht bevor und du kannst der Welt da draußen zeigen, was in dir steckt. Am 11. Mai 2024 hast du die Gelegenheit, dein Können unter Beweis zu stellen. 128 Spieler, aber nur ein Champion. Anmelden könnt ihr euch dafür über den Link in der Bio, beziehungsweise auch gerne bei dem Store Welt der Karten in Berlin-Karlshorst. Eine Anmeldung am Turniertag ist ebenfalls möglich, aber nur solange natürlich der Vorrat reicht. Das Ganze kostet euch lediglich 10 Euro und dank unserer Sponsoren ist der Preispool einfach riesig. Und ihr wisst ja, bei der Yamekris Heroes geht ja nicht nur der Top-Cut mit vollen Händen nach Hause, denn jeder Teilnehmer bekommt nämlich schon zwei Booster vom aktuellen Core-Set, eine Packung Saga-Sleeves und ihr bekommt noch einen Beutel obendrauf, damit ihr dann eure ganzen Preise, die ihr möglicherweise gewinnt, sogar noch extrem gut verstauen könnt. Denn neben dem Top-Card werden wir nämlich auch noch sehr viele Verlosungen veranstalten, sodass fast jeder irgendwie ein Gewinner sein kann. Alle weiteren Infos dazu bekommt ihr dann im Anmeldebogen und ich freue mich auf jeden einzelnen von euch. Ich hoffe, dieser kurze Werbespot für die Yamekris Series 2 hat dir gefallen. Wenn dem so war, auf jeden Fall gerne jetzt schon mal das Video liken und wenn du bis dato noch kein Abonnent bist, natürlich auch das gerne machen, indem du den Abo-Button ballerst. Und damit haben wir genug gequatscht, wir starten direkt rein in die erste Karte. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen auf der Plattform Card Cluster. Dort könnt ihr ganz, ganz viele Karten nachschlagen, beziehungsweise auch den ein oder anderen Spoiler erfahren. Wir beginnen jetzt hier mit der Karte Lautloser Bobby. Die Karte hat bisher nur einen Print, ist aber trotzdem nicht so teuer, aber der Effekt ist gar nicht mal so schlecht. Während deiner Main Phase, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand auf die Spielfeldseite deines Gegners beschwören und alleine dieser Aspekt ist tatsächlich sehr, sehr gut. Denn wir verhindern nämlich auf diese Art und Weise zum Beispiel Lightning Storm, Impermanence, Evenly Match oder vielleicht noch andere Karten, die bedingen, dass der Gegner keine Karten kontrollieren darf. Aber der Effekt sagt ja noch weiterhin aus, wenn sie auf diese Art beschworen wird, ziehe eine Karte und falls du dies tust, erhält dein Gegner 2000 Life Points. Der Gegner zieht eine Karte, wir bekommen Lebenspunkte, das heißt auch für Time gar keine schlechte Option, aber es geht immer noch weiter. Du kannst diesen Effekt von Lautloser Bobby nur einmal pro Spielzug verwenden, was nicht so schlimm ist. Die maximale Handgröße des Beherrschers dieser Karte wird zu 3, was natürlich auch extrem stark ist. Also gerne eure Meinung mal zu dieser Karte in die Kommentare. Die Karte wird natürlich nicht in deinem Main Deck gespielt, sondern eher am Side Deck und Going First kann diese Karte tatsächlich den ein oder anderen Sieg bestimmt einfahren, beziehungsweise auf jeden Fall deinen Gegner krass überraschen. Weiter geht's mit der guten EMP. Wir haben schon öfter über diese Karte gesprochen, aber ich bin immer noch der Meinung, dass diese Karte krass unterschätzt wird. Wir lesen aber auch hier gerne mal rein. Falls sich ein Link-Monster auf dem Spielfeld oder in einem beliebigen Friedhof befindet, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. An sich ist die EMP eine Special Summon for free, denn wir haben gerade sehr viele Decks, die ein Link-1-Monster spielen. Das heißt, unser Gegner hat safe ein Link-Monster auf dem Board, beziehungsweise spätestens dann im Friedhof oder wir selber ja auch, weil wir ja auch in dem Link-Format so ein bisschen drinstecken und tja, da kommt die Karte gar nicht so schlecht aus meiner Sicht. Aber die Karte hat ja noch einen Interruptions-Effekt und dazu kommen wir jetzt. Falls ein Monster mit Link 2, das du kontrollierst, auf den Friedhof gelegt oder offen verbannt wird, du kannst diese Karte von deinem Friedhof oder deiner Hand, was auch nicht so schlecht ist, verbannen und dann eine Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert, gib sie auf die Hand zurück. Das heißt, mit der SP beispielsweise hast du hier zwei Interruptions. Du interruptest ja schon mit der SP, indem du was banishst, vielleicht sogar auf Link-Beschwörung, weil du vielleicht vorher mit der IP den Effekt gecallt hast. Oder wenn natürlich dein Gegner einen Effekt aktiviert hat, kannst du ja die SP auch unchainen und schon triggert auch die EMP, was aus meiner Sicht gar nicht so schlecht ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen an dieser Stelle, dass wir ja die Beschwörungszauberin wiederbekommen. Das heißt, Cyber-Stacks werden eventuell extrem krass von dieser Karte profitieren, weil man die nämlich jetzt dann sogar rausspecialen kann. Also gerne eure Meinung natürlich zu der EMP in die Kommentare. Die Karte ist, glaube ich, auch in letzter Zeit so ein bisschen schon angestiegen in ihrem Preis, aber noch relativ gut bezahlbar. Weiter geht's mit den Zauberkarten und da habe ich einmal Feinkontrolle. Warum schauen wir uns diese Karte an? Wir haben ja gerade unser Snake Eye Format und da triggert ja die Princess auf Spezialbeschwörung, sodass er dann etwas von uns schießen kann. Und das können wir tatsächlich so ein bisschen umgehen mit Feinkontrolle. Denn wenn unser Gegner dort nur ein Feuermonster zu liegen hat auf seiner Spielfeldseite, können wir an unsere Normalbeschwörung Feinkontrolle unchainen und können dann das Feuermonster des Gegners mobsen und schon geht die Princess nicht durch. Oder wenn wir uns das mal ein bisschen anders noch denken, dass da
da vielleicht sogar zwei Feuermonster liegen, mopsen wir uns einfach das stärkere Monster, also mit den höheren ATK, und laufen dann über das andere Feuermonster mit diesem Monster rüber, sodass dann auf jeden Fall sich kein weiteres Feuermonster mehr auf dem Board des Gegners befindet und die Princess einfach im Graveyard verhungert, was natürlich gar nicht so schlecht ist. Wir müssen aber dafür ein Monster von uns als Tribut anbieten und hier kommt natürlich, wie angesprochen, die Normal Summon am besten. Dann geht's weiter mit Verbotenen Kelch. Warum gucken wir uns diese Karte an? Erstens, es ist eine Quickspell, das heißt, die ist eigentlich Going First und Going Second gar nicht so schlecht. Es ist aber natürlich keine Handtrap, das heißt, wir können im First Turn des Gegners natürlich diese Karte nicht aktivieren. Aber der Effekt an sich ist gar nicht mal so schlecht, denn dieser sagt mich aus, wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld bis zum Ende dieses Spielzugs, erhält das gewählte Ziel 400 ATK, aber seine Effekte werden annulliert. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine weitere Impermanence bzw. eine weitere Effektwähler. Natürlich, wie angesprochen, du kannst diese Karte nicht von der Hand aktivieren, wenn dein Gegner dran ist, aber wenn du First gehst oder natürlich Second und du weißt, dein Gegner möchte da auf diverse Monster enden, die du dann vielleicht wählen müsstest, also deren Effekte, dann kann der Kelch tatsächlich auch sehr, sehr gut kommen und diese Karte ist tatsächlich auch sehr, sehr günstig zu haben im Vergleich zu einer Impermanence beispielsweise. Aber natürlich kann man diese Karten nicht generell vergleichen, die Impermanence ist natürlich besser. Weiter geht's mit Überläufer. Diese Karte sagt aus, wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, übernimm bis zur Endphase die Kontrolle darüber. Und die Karte ist ja ähnlich wie die Feindkontrolle, nur dass wir hier halt kein Monster von uns als Tribut anbieten müssen. Und das Besondere hierbei ist, wir können sogar alles mit dem Monster dann noch machen. Wir können deren Effekte aktivieren, wir können es benutzen für Linkbeschwörung oder natürlich auch für Synchrobeschwörung. Je nachdem, wonach es uns gerade strebt, können wir machen und tun, was wir wollen mit dem Monster. Und auch hier das gleiche Szenario wie bei der Feindkontrolle, wenn sich dort wieder ein Feuermonster befindet oder zwei Feuermonster, können wir einfach das andere Feuermonster nehmen und rennen dann über das eine oder andere Feuermonster rüber, was natürlich auch helfen kann, das Board des Gegners zu brechen. Dann habe ich eine Karte für euch, Kraftfilter. Ich glaube, diese Karte ist tatsächlich sehr, sehr wenigen Leuten unter euch bekannt. Kein Spieler kann Monster mit 1000 oder weniger ATK als Spezialbeschwörung beschwören. Sollte Snake Eye beispielsweise keinen krassen Hit erfahren, dann kann diese Karte tatsächlich dazu führen, dass dein Gegner nichts machen kann. Weil die ganzen Snake Eye Monster, wie zum Beispiel die Pappel, die Esche, die Eiche, das sind ja alles Monster, die weniger als 1000 ATK haben. Das heißt, er kommt zwar als Normalbeschwörung an diese Monster ran, aber das war es dann tatsächlich auch schon. Von daher kann diese Karte auch das ein oder andere Spiel entscheiden und sollte, wie angesprochen, Snake Eye wirklich keinen richtigen Hit erfahren, werden wir wahrscheinlich auch im nächsten Format sehr, sehr Snake Eye lastig unterwegs sein und da kann die Karte dir helfen, das Game vielleicht zu gewinnen. Weiter geht's mit Boden in einer anderen Dimension. Wir sind also jetzt schon bei Traps angekommen. Und diese Karte sagt aus, in diesem Spielzug wird jedes Monster, das auf dem Friedhof gelegt wird, stattdessen verbannt. Auch eine Going First Karte natürlich, weil Traps sind halt immer langsam. Die wirst du relativ selten Going Second spielen, es sei denn, du weißt, dass dein Gegner relativ langsam ist, also das Deck des Gegners, und die Karte kommt trotzdem dagegen sehr, sehr gut. Dann kannst du natürlich trotzdem auch diese Karte spielen. Aber auch diese Karte verhindert tatsächlich das ein oder andere. So hast du zum Beispiel gegen Snake Eye die Möglichkeit, dann alle Monster verbannen zu lassen. Beziehungsweise natürlich haben wir nicht nur Snake Eye, wir haben ja auch noch Voiceless Voice, Jubel und diverse andere Decks, die auf ihren Friedhof angewiesen sind. Und da kann die Karte tatsächlich auch unfassbar gut performen und von unschätzbarem Wert sein. Du bist auf der Suche nach geilen Clothmats? Dann möchte ich dir gerne meinen Werbepartner Margin Cards vorstellen. Euer Händler für Clothmats, Sleeves und Deckboxen, beziehungsweise bekommt ihr hier auch geile Würfel. Aber im Vordergrund stehen hier auf jeden Fall die Clothmats, denn davon gibt es tatsächlich sehr, sehr viele insane Artworks, also mir gefallen sie sehr. Mein Favorite ist auf jeden Fall die Alchemie Clothmat, aber die anderen brauchen sich auf jeden Fall auch nicht verstecken. Und seit neuestem ist auch die vierte Season raus und ich muss sagen, diese Artworks gefallen mir unfassbar. Alle One Piece Fans von euch werden hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Und mein persönliches Highlight ist hier die Millennium Matte Version 1. Ich finde, die sieht einfach nur mega aus. Und auf eure gesamte Bestellung könnt ihr mit meinem Code YAMMY5 5% sparen. Von daher mal auschecken, ihr werdet bestimmt was finden und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Dann habe ich noch Gefängnis des Eisdrachen. Die Karte spiele ich gerade in meinem Labyrinth-Deck und muss sagen, wow. Wow, ist die stark. Gerade auch gegen Snake Eye. Die verlieren gegen diese Karte. Lasst mich kurz erklären, warum. Erstmal zu dem Effekt. Wähle ein Monster im Friedhof deines Gegners, beschwöre es als Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite, aber seine Effekte werden annulliert. Dann kannst du je ein Monster von den Spielfeldseiten beider Spieler verbannen, die denselben Typen haben. Das heißt, bei Snake Eye nehmen wir nicht das ein oder andere Pyro-Monster, wir holen uns hier den Drachen, also den Flambergen-Drachen. Den werden wir uns schnappen, wenn er beide im Spiel hat. Hat er dann einen auf dem Board, specialen wir mit Gefängnis des Eisdrachen den anderen auf unser Board, verbannen dann beide und er hat überhaupt gar keine
Recovery mehr, weil er dann nicht mehr an seine Drachen rankommt. Wie stark ist das? Diese Karte gewinnt mir alle Spiele gegen Snake Eye. Das ist wirklich heftig. Also ich kann es nicht anders sagen, eine unfassbar starke Karte. Wurde auch gereprintet in der Rarity Collection 1 und ist aufgrund dessen auch richtig, richtig günstig zu haben. Von daher überlegt euch mal, ob die Karte vielleicht sogar in euer Deck passen könnte. Weiter geht's mit der zerstörerischen Daruma Karma Kanone. Diese Karte sagt aus, ändere so viele Monster auf dem Spielfeld wie möglich in die verdeckte Verteidigungsposition. Dann, falls ein Spieler ein oder mehr offene Monster kontrolliert, muss er alle offenen Monster, die er kontrolliert, auf den Friedhof legen. Das bedeutet, diese Karte outet uns auch diverse Link-Monster. Diese Karte ist auch gegen Snake Eye unfassbar stark, denn dieses Deck schafft es nicht so schnell in den Savage Dragon zu kommen, beziehungsweise natürlich auch in die Baron de Fleur. Und von daher kann auch diese Karte das eine oder andere verhindern, beziehungsweise auch unterbinden. Auch natürlich hier in meiner Labyrinth-Variante muss ich natürlich diese Karte wieder hervorheben. Unfassbar stark, suche ich mir immer mit der Lady und der Gegner kann dagegen nichts machen, weil Snake Eye einfach zu langsam ist. Wir haben gerade nicht dieses Monster Negate bzw. dieses Omni Negate Format, sodass jedes Deck irgendwie Negates rausballert, und von daher ist die Karte wirklich unfassbar gut. Weiter geht's mit raus hier. Eine recht alte Karte haben wir bekommen aus Rising Rampage bzw. aus der Megaton 2020 als Reprint. Karte kostet auch nicht so viel. Die Karte sagt aus, wähle zwei Monster, die dein Gegner kontrolliert und die als Spezialbeschwörung vom Extract beschworen wurden. Mische sie ins Deck. Wir zerstören hier nichts, wir nehmen dem Gegner trotzdem Material, und unser Gegner hat ja, also gerade wenn wir hier wieder an Snake Eye denken, hat ja bestimmt eine Link-Guribum auf dem Board, beziehungsweise die IP plus die Princess oder ein anderes Link-Monster, und wenn wir die beiden dann reinmischen, tut das dem Gegner schon wirklich dolle weh. Das einzige Manko an dieser Karte ist, dass wir hier leider Gottes wieder wählen müssen. Und es müssen auch zwei Monster sein. Das heißt, wenn der Gegner dann dodgen kann, geht die Karte leider auch nicht durch. Nichtsdestotrotz kann die Karte hier und da extrem krass kommen, beziehungsweise deinen Gegner auch überraschen. Und natürlich hat auch diese Karte schlechte Matchups. Denn sollte dein Gegner nämlich kein Monster aus dem Extract beschwören, kommt die Karte einfach tot. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber zurzeit haben wir sehr, sehr viele Decks, die tatsächlich mit ihrem Extra-Deck arbeiten wollen, und von daher hat diese Karte auch krasses Überraschungspotenzial. Jetzt kommen wir zu Karten, die tatsächlich schon relevant sind, aber später, also im nächsten Format wahrscheinlich, noch relevanter werden, da wir sehr viele Field Spells bekommen, die einfach unfassbares Zeug machen. Und da haben wir unter anderem Magie-Deflektor. Die Karte sagt aus, annulliere für den Rest dieses Spielzugs alle Ausrüstungsspielfeld-Permanenten und Schnellzauberkarten-Effekte auf dem Spielfeld. Und damit können wir zum Beispiel die Field Spell von Tenpai Dragon verhindern. Wir können die Field Spell von Rescue Ace beispielsweise verhindern, auch wenn das Deck gerade nicht mehr so gut performt. Von Jubel beispielsweise. Natürlich auch von Snake Eye. Ich will dieses Deck natürlich hier nicht unterschlagen. Die Karte kommt tatsächlich in naher Zukunft gegen sehr, sehr viele Decks sehr gut. Aber hier muss man natürlich auch wieder festhalten, dass es wieder eine Trap ist. Das heißt, sie ist ein bisschen langsamer. Du wirst sie wahrscheinlich maximal im Side-Deck spielen. Dann habe ich noch eine weitere Going First Option für dich, und zwar nie endender Albtraum. Die Karte sagt aus, du kannst 1000 Lebenspunkte bezahlen und dann eine offene Zauber oder Fall auf dem Spielfeld wählen, zerstöre ihn oder sie. Und das ist nicht once per turn, es ist einmal pro Kette. Das bedeutet, wir können die Kette auch selber starten mit der Karte. Wir können die ein oder andere Field Spell outen, die ein oder andere permanente Spell des Gegners oder vielleicht sogar ein Floodgate. Denn auch die Runic Stun Varianten dürfen wir hier an dieser Stelle nicht unterschlagen, die uns ja stunnen wollen mit Synchrozone, mit Skill Drain, mit Rivalität, Gozen Match. Es kann nur einen geben, auch wenn das natürlich nur One-Offs sind, sind das trotzdem immer noch extrem krasse Floodgates. Und was weiß ich, was man noch so für Floodgates spielen kann. Von daher vielleicht auch keine schlechte Option. Und die ganzen Stun-Decks performen ja auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, bei der YCS, also bei der letzten, ist sogar eins bis ins Finale gekommen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann habe ich noch den Geister-Ogre und Schneehase für euch. Auch eine Karte mit Potenzial für das nächste Format, denn die Karte sagt mich aus, wenn der Effekt eines Monsters auf dem Spielfeld aktiviert wird oder wenn der Effekt einer Zauberfallenkarte aktiviert wird, der oder die bereits offen auf dem Spielfeld liegt. Alle Fehlspells aktivieren sich nochmal in sich, wenn du den Effekt nutzen möchtest. Auf die Aktivierung einer Zauber- oder Fallenkarte kannst du den Geister-Ogre zwar nicht aktivieren, aber wenn die Effekte, so wie zum Beispiel die ganzen Fehlspells, noch einen weiteren Effekt haben, den du aktivieren musst,
kann der Geister-Ogre zum Beispiel auch den FTK von den Gimmick-Marionetten verhindern, was natürlich auch gar nicht so schlecht ist. Von daher auf jeden Fall eine Karte für die Zukunft. Das einzige Manko an dieser Karte ist aber, dass wir diese Karte auf den Friedhof legen müssen. Aber das Positive hierbei wieder, sie kann auch von der Spielfeldseite auf den Friedhof gelegt werden, was auch tatsächlich der eine oder andere nicht genau weiß und dann auch gar nicht so schlecht aus der Wäsche guckt. Und sollte das natürlich durchgehen, zerstören wir dann jene Karte. Das heißt, wir können uns hier vielleicht dem einen oder anderen Lock unseres Gegners entziehen. Gerne eure Meinung mal zum Geister-Ogre, würde mich mal interessieren. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Karte für die ganzen Lightzorn bzw. für Tierlements-Spieler unter euch. Nest der Nadelkäfer. Die Karte sagt aus, lege die obersten 5 Karten deines Decks auf den Friedhof. Und gerade in Tierlements ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn man mit einer Trap spielt, die natürlich wieder langsamer ist, aber die uns dann halt 5 Karten milden lässt. Wenn wir dann da das ein oder andere hitten, können wir halt dann auch im Gegner-Turn wieder mitspielen bzw. dann auch krass interrupten oder sogar mit Winda beispielsweise ein Floodgate einfach vor den Latz knallen, was vielleicht auch extrem gut kommen kann. Und das, meine Freunde, war es mit den unterschätzten Karten aus meiner Sicht. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass dir das Video gefallen hat und natürlich auch ein bisschen geholfen hat. Wenn dem so sein sollte, gerne abonnieren und auch liken. Und damit bin ich raus. Wir sehen uns spätestens am Sonntag wieder zum nächsten Mal. Watch. Macht's gut, haut rein, ciao.